Gorilla-Botschafterin bin ich etwa seit 3 Jahren. Ich habe angefangen mit Snowboarden und dann bin ich dann als Skate-Instruktor dazugekommen. Und jetzt arbeite ich sogar im Büroteam. Die US Open dürfen gewinnen als erste Schweizerin war super. Aber eigentlich ist die ganze Karriere ein Highlight. Bewegungsförderung bei Jugendlichen ist wichtig, weil dann bleiben sie gesund und es macht Spass. Nachhaltigkeit ist bei mir ein wichtiges Thema. Darum nehme ich eigentlich auch nie das Auto, sondern probiere immer das Velo zu nehmen. Und auch sonst, meine Aktivitäten fangen eigentlich gerade vor der Haustür an. Tatendrang ist für mich, die Jugendlichen zu inspirieren und mit ihnen Spass zu haben.